Shamatha, Geistesruhe in zwei Sitzungen. Als Morgenmeditation nehmen wir uns also vor, diesen Tag mit stillem Sitzen zu beginnen. Tun wir es vielen Millionen Menschen gleich, die das auch an diesem Morgen tun, an vielen Orten dieses Planeten. Erlauben wir uns, bevor wir in die Tagesaktivität so richtig rein gelangen, erst einmal den Körper zu beruhigen, körperlich ruhig zu sitzen, nachdem wir vielleicht einige Stunden im Liegen geschlafen haben. Und dann auch die geistige Aktivität, bevor sie so richtig sich entfalten darf als unser Tageswerk und alles, was es heute so zu tun gibt, erst mal runterzufahren und stillzuhalten. Wir hören drei Töne von der Klangschale, die uns in die Stille einladen. Kommen wir ganz bewusst in unserer sitzenden Körperhaltung an. Egal auf welcher Unterlage wir jetzt sitzen, es ist alles gleichwertig. Vor allem bringen wir den sitzenden Körper wirklich zur Ruhe, was nicht heißt, dass wir ihn überhaupt nicht mehr ein bisschen bewegen dürften, sondern dass wir wirklich alle Spannung und alle Impulse zur Aktivität aus ihm herausfließen lassen, bis er einfach nur noch so da sitzt. Falls es noch ein paar Veränderungen bedarf, um angenehm und ohne Beschwerden sitzen zu können, können wir diese natürlich jetzt und jederzeit vollziehen. Das muss die körperliche Ruhe nicht wirklich stören. Sind wir ja noch dabei, sie zu finden. Den Oberkörper ganz bewusst aufrichten und stillhalten. Wenn es geht, mit einem Gefühl von kräftig sein, so viel Kraft dafür aufbringen, wie uns zur Verfügung steht. Nicht einfach so schlapp dasitzen. Und dennoch nicht verspannen oder steif werden, das wäre die Kunst. Nochmal nachprüfen. Gibt es noch irgendwo zu viel Anspannung? Ein Seismograf sind oft die Hände, wenn die Hände, die Finger entspannt ablegen können, ist das ein Zeichen, dass überhaupt mehr Entspannung auch im Körper sich ausgebreitet hat. Oder auch die Gesichtszüge, wenn das Gesicht sich noch irgendwie verbissen, verspannt, angespannt anfühlt. Vielleicht auch, das ist auch ein Zeichen für innere Anspannung. Und wenn ja, so ein leichtes Lächeln oder überhaupt ein
fast freudevoller Ausdruck sich auf dem Gesicht breit machen kann, kann das auch unterstützend sein. Schultern entspannen, der Rücken gibt auch etwas nach. Vielleicht kennen wir bereits verschiedene Methoden oder Objekte, mit denen wir Shamatha üben können, Geistesruhe. Wir können heute Morgen gerne mal selbstständig auswählen, welches Objekt wir wählen. Als Goldstandard steht uns immer die Atmung zur Verfügung. Und da gab es auch in früheren Anleitungen hier schon unterschiedliche Methoden mit Atemzählen, mit dem ganzen Atem, mit dem Atem von der Nase aus. Aber auch andere Objekte wie einen kleinen Gegenstand mit den Augen anzublicken und den Blick zu halten oder sich etwas vorzustellen, was vor uns im Raum als kleiner Punkt zum Beispiel leuchtet und so weiter kämen in Frage. Den Geist in sich selber ruhen zu lassen, ohne Objekt zu nutzen, wäre eine hohe Kunst. Die Empfehlung hier wäre, dies gerne mal zu versuchen, aber erst nachdem wir eine Weile mit einem Objekt geübt haben, also eine Weile innerhalb einer Sitzung. Zum Beispiel nach 21 Atemzügen damit aufhören und dann den Geist in sich selbst ruhen lassen. Oder einfach eine Weile atmen, bewusst atmen, den Atem als Fokus nutzen und dann mal schauen, wie es ohne Objekt ist, wie der Geist in sich selbst zur Ruhe gekommen ist. Jetzt sitzen wir etwa 12 Minuten in Stille.
aber bedarf etwas lockern. Und in dieser kleinen Pause zwischen den beiden Shamatha-Sitzungen hören wir auch etwas über das Denken während der Meditation oder den Denker, die Denkerin. Denkt ihr beim Meditieren, jetzt meditiere ich richtig. Dann schickt ihr den Gedanken nicht fort, sondern schaut, wer da denkt, wer das denkt. Schaut das Ich an. Versucht eine Form, eine Farbe, irgendetwas zu finden, das den Denker, die Denkerin ausmacht. Merkt ihr, dass nichts als solches zu sehen ist, dass es keinen Denker gibt, dann seid ihr von diesem Gedanken befreit. Dieser Augenblick, wo man erkennt, dass der Denker nicht wirklich existiert, ist ein Augenblick der Verwirklichung. Genau dasselbe solltet ihr tun, wenn der Gedanke auftaucht, meine Meditation ist schlecht oder ich habe zu viele Gedanken. Schaut den Denker an, der diese Idee hat. Entdeckt, dass es keinen Denker als solches gibt und verwirklicht dies. Es ist wichtig, dass man klar zwischen Erfahrung und Verwirklichung unterscheiden lernt. Das ist Teil der Meditationspraxis. Verwirklichung beurteilt und bewertet das, was wir gerade erleben, überhaupt nicht. Ob der Geist ruhig verweilt oder von zahlreichen Gedanken aufgewühlt ist, er bleibt doch der Geist. Und eben deshalb macht es keinen Sinn, einen ruhigen Geist als gut und einen aufgewühlten Geist als schlecht zu bewerten. Tatsächlich ist es genau diese Bewertung der Meditation, die nicht korrekt ist. Wenn uns dies unterläuft, müssen wir direkt den Gedanken über gut und schlecht anschauen und sehen, dass diese Vorstellung keinerlei eigentliche Wirklichkeit besitzt, sondern einfach eine Projektion unseres Geistes ist. Gedanken sind wie Wellen auf dem Meer. Sie können unterschiedliche Formen annehmen, sind aber doch nur Ausdruck desselben Meeres. Und als solche muss man sie nicht beurteilen. Genauso sind alle Gedanken unseres Geistes einfach unser eigener Geist. Und es ist nicht nötig, sie zu beurteilen und als gut oder schlecht zu bewerten. Wir müssen nur ihre wahre Natur erkennen, indem wir sehen, dass sie einfach Geist sind. Wenn wir dies sehen, erkennen wir die wahre Natur der Gedanken, die zugleich die wahre Natur des Geistes ist. Finden wir also zurück in unsere Sitzhaltung. Vielleicht hörten wir eben einige Sätze der vielen, die uns besonders angesprochen haben. Lassen wir sie noch etwas in uns nachwirken, falls sie etwas in uns betreffen. Dann kehren wir zurück zu unserer Art, Shamatha zu üben. Manche Aussagen, die wir eben hörten, gehören schon in den Bereich der Einsichtsmeditation, über die Natur des Geistes, Natur der Gedanken, Natur aller Erscheinungen. Aber sie dürfen auch die Shamatha-Praxis inspirieren. Sie gelten auch schon für die Übung in Geistesruhe.
wenn wir unsere Gedanken und sogar den Denker, die Denkerin in unserem Geist nicht für wirklich halten. Nicht dramatisieren. Dann können die Gedanken von selbst zur Ruhe kommen und wir verstehen vielleicht, warum es so wertvoll sein kann, den Geist in sich ruhen zu lassen. Was das für eine Bedeutung hat. Selbst wenn die Gedanken noch da sind. Das Bild von dem Meer und den Wellen. Ja, bei Bedarf nutzen wir bitte wieder ein Meditationsobjekt, zumindest für eine Weile. Und wie wir eben hörten, lassen wir alle Bewertungen, wenn es geht, beiseite. Vor allem also die kritischen Bewertungen, die in gut und schlecht und richtig und falsch unterscheiden.
Die letzten Minuten unserer Morgenmeditation sind angebrochen. Das dürfen wir auch spüren. Bald werden wir diese Sitzung abschließen und dann vermutlich wieder in die Aktivität gehen, an unser Tagewerk. Vielleicht fragen wir uns, was wird bleiben von dieser Morgensitzung? Was war wertvoll in diesen 45 Minuten? Wie ist mein Gemütszustand jetzt? Was kann ich davon in die Zeit nach der Meditation mitnehmen? Bei aller Stille, in der wir hier zusammen gesessen sind, wir waren nicht allein. Wir haben hier mit fast 30 Menschen zusammengesessen. Vielleicht ist das auch etwas Wertvolles zu wissen. Wir haben den Tag in einer Gemeinschaft von Meditierenden begonnen. Unsere Übung in Meditation hat eine Wirklichkeit, die wir mit anderen teilen. Möge unsere Übung auch danach anderen nutzen. Still zu sitzen ist nicht nur eine Übung in Vereinzelung, sondern auch in Verbundenheit. Möge es Glück bringen.